Kapitel 6, Folge 12. Herstellung des Elixiers und das Geheimnis der Familie de Medicis. Dann ist es an der Zeit, die Rohstoffe für das Elixier zu beschaffen. Blanche wird aus Lathis Gästezimmer geschmissen und Palle atmet mit einem verbotenen Buch in der Hand. Ellen schaute aus der Salontür. Von draußen konnte ich Dinge hören wie: Palle Sammer. Bitte öffnen Sie diesen Ort, bitte geben Sie das verbotene Buch zurück. Sieht so aus, als ob sich die Diener der Familie de Medicis draußen versammeln. Kannst du mich durch sie zum Medizinladen gehen lassen? Hat es damit zu tun, ich kann hier raus. Hahaha. Du bist zu genial, um in Schwierigkeiten zu geraten. Palle ging in eine Ecke des Gästezimmers, legte seine Hand an die Wand und flüsterte einen Aktivierungsgesang. Dann erschien ein magischer Kreis an der Wand, ein Loch öffnete sich und ein Durchgang zum nächsten Raum erschien. Geheimtür? Alle unsere Zimmer sind mit einem Geheimgang verbunden. Um eine Rebellion durch Eindringlinge und Bedienstete zu verhindern. Es war das erste Mal, dass ich von Ellen hörte. Die relativ neu gegründete Familie Bonnefoy hat nichts dergleichen. Von außen ist die Familie de Medici ein altes Herrenhaus, das vor mehreren hundert Jahren erbaut wurde und mit Respekt für Tradition und Formalität erbaut wurde. Ich frage mich, ob das Herrenhaus, das gebaut wurde, als der Krieg in der kaiserlichen Hauptstadt stattfand, auch für Notfälle vorbereitet war. Ellen war erstaunt. Ich bin froh, dass du mir von dem Geheimnis der Villa erzählt hast. Hast du es nicht auch von Falmakun gehört? Selbst wenn sie es wüssten, könnten sie es nicht entsperren. Ja. Willkommen in meiner Familie de Medicis, die die Abstammung des ältesten Apothekers der Welt hat. Palle ändert den Ton seiner Stimme und breitet seine Hand in einer großen Geste und einem theatralischen Ton aus, und Palle lädt Ellen zu einer Geheimtür ein. Hinter den Wänden jedes Zimmers, das Ellen vorsichtig betrat, befand sich ein Geheimgang in den Tiefen der Drogerie der Familie de Medicis. Ich habe kein Schloss. Das ist nicht richtig. Die Medikamente darin sind alle geheime Medikamente der nationalen Schatzklasse und mysteriöse Rohstoffe. Es ist eine schwere Stahltür mit einer deutlich anderen Form als ein normaler Medizinschrank, und ich kann den Schlüssel nicht finden. Wie öffnet man es? Palle drückte seinen Zauberstab gegen die Stahltür und sang einen Aktivierungsgesang, der Ellen nicht vertraut war. Wie als Antwort auf seinen Gesang erschien eine Delle in der Tür, und als sie die Delle streichelten, öffnete sich die Tür. Palle bittet Ellen herein und betritt den Medizinschrank. Der Innenraum wurde wie eine Schatzkammer gestaltet, und die an den Wänden angebrachten Regale waren ordentlich mit teuer aussehenden Medizinflaschen ausgekleidet. Brunös geschätzter Arzneischrank der Familie de Medicis enthielt eine unglaubliche Auswahl an Rohstoffen für Medikamente, die für die Herstellung theologischer Apotheken benötigt wurden. Geheimnisvolle Wirkstoffe sind seltene Rohstoffe wie die Sakramente der Schutzgottheiten, Sagnum Vobene Rohstoffe und Kristallsteine. Es ist nicht in der Tabelle aufgeführten Vertriebswegen erhältlich. Ich kann nicht glauben, dass es hunderte verschiedene Arten gibt. Ich kann nicht glauben, dass der Meister so viele mysteriöse Drogensubstanzen in seinem Besitz hatte. Mein Vater ist auch Hofapotheker, und obwohl ich es nicht offen sagen kann, habe ich sogar versucht, Elixier und göttliche Medizin zu synthetisieren, einschließlich des Lebenselixiers. Das wusste ich nicht. Ich dachte, nur der ehemalige Erzherzog Tramoille denkt über solche Dinge nach. Oh? Was ist Erzherzog Tramoille? Nein, hier entlang. Vater sagte, dass er diesen geheimen Medizinladen fast versiegelt hätte, nachdem er den hohen Preis für die Anwendung verbotener Künste erkannt hatte. Was ist passiert? Palle zeichnete das Etikett der Wirkstoffsubstanz von der Kante des Regals nach und erklärte es Ellen. Ah, tatsächlich,
Unter mir, über Falma, gibt es eine jüngere Schwester, die tot geboren wurde. Ich habe nicht nachgeforscht. Es könnte nur eine Totgeburt sein, aber mein Vater hat sich seitdem verändert, und ich bin irgendwie gefangen. Was meinst du mit verändert? Ich begann meinen Kräutergarten zu erweitern. Ungefähr zu dieser Zeit begann ich, Butoshinyo zu voll auszunutzen. Ich kannte diese Geschichte nicht. Als Ellens Lehrer verwendet Bruno hauptsächlich Kräuter, die im Imperium angebaut werden können, als Wirkstoffe und verwendet sichere und äußerst vielseitige göttliche Künste, um magische Medikamente zu synthetisieren. Apropos, was nur Bruno kann, es ist eine besondere göttliche Kunst namens Buto-göttliche Kunst. Ellen wurde nie beigebracht, dass nur Yakushi, der Schutzgott der Medizin, dies tun kann. Kann Palekun auch Buto-Shinjutsu machen? Natürlich kannst du das. Es gibt fast keine Zähnen, um es zu benutzen. Nun, ich habe keine Zeit, meine Mutter weiß von der Geheimtür, also kann sie vielleicht hineingehen. Siegel entriegeln. Palle entfernt mit seinem Stock und göttlichen Künsten das manipulierte Glas aus dem Medizinschrank. Nimmt einer nach dem anderen die Fläschchen mit der geheimnisvollen Droge und überreicht sie Ellen. Übrigens, was ist die Sprache des Etiketts auf diesem Medikament? Ellen, die Brunös Schülerin Nummer 1 und eine Ehrenschülerin war, hat mehr als eine Bildungsstufe in einer angeblich uralten Sprache. Es war eine Sprache, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, auch wenn ich mich an Ellens Kenntnisse erinnerte. Weil es in einer anderen Sprache geschrieben ist, die seit Urzeiten in der Familie Du, Medicis überliefert wurde, so dass es nicht gelesen werden kann. Ich kann es lesen, weil mein Vater mich hineingeprügelt hat. Falma Kun, kannst du auch lesen? Ihm wurde nichts beigebracht. Es ist das, was von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Nur mein Vater und ich können es lesen. Als Ellen dies hört, erfährt sie, dass Bruno seinen Schülern eine pharmazeutische Ausbildung gegeben hat, die ihrer Position angemessen ist. Bruno hat Falma allgemeinere göttliche Medizin beigebracht. Ellen auch. Palle wurde jedoch dazu gebracht, Pharmazie zu lernen, die sich auf Mysterien spezialisierte. Palle Kun ist der Einzige, der viel vom Meister gelernt hat. Nun, ich bin schließlich der nächste Leiter dieser Villa. Ich kenne jeden Winkel der Villa, den Falma nicht kennt, damit ich übernehmen kann, wenn meinem Vater etwas zustößt. Es gibt viele in dieser Villa und der Gesang, das Schloss zu öffnen, während es nicht offen war. Wenn ich damals an Leukämien gestorben wäre, hätte mein Vater es Falma gesagt. Trotzdem scheint es, dass sie nicht wussten, wie man das verbotene Buch liest. Ich kenne die einzelnen Mechanismen der Sammlung nicht, es gibt verschiedene Dinge, die derzeit übernommen werden. Der kaiserliche Hofapotheker teilt sein Schicksal mit seinem Herrn. Egal was passiert, übernehmen sie umgehend das Familienoberhaupt. Palle, dem das mitgeteilt wurde, sagt, er habe sich immer darauf vorbereitet, Bruno nachzufolgen. Auch du hast viele Lasten getragen. Nun. Entschuldigung, haha. Es gibt viele Geheimnisse in dieser Villa, nicht wahr? Wenn Falma, die Kraft des Medizingottes besitzt, diese Rohstoffe verwendet, ist es vielleicht kein Traum, göttliche Medizin zu synthetisieren. Es gibt ein Elixier, das die höchste Klasse der Medizin darstellt, die göttliche Künste verwendet, und dessen Rezept nicht einmal offenbart wird. Es gilt als Allheilmittel und gilt als göttliche Medizin, die jede Krankheit heilen kann. Nur der Medizingott kann göttliche Medizin herstellen, also. Ah. Wenn es Falma Kun ist. Falma. Der zwei Medizingott-Wappen auf seinem Körper hat. Wäre in der Lage, die Gottesmedizin, von der gesagt wird, dass sie von dem Medizingott erschaffen wurde, leicht zu synthetisieren, Ehren dachte das sicherlich.
Gottes Medizin ist auch eine Traumgeschichte, aber Falma wird es wahrscheinlich nicht tun. Palle sagte es, aber Ellen konnte zustimmen. Die Ära der mysteriösen Drogensubstanzen, die nach Gebrauch verschwinden, und der Theologie, die einen hohen Preis vom Magier verlangt, ist vorbei. Nur eine begrenzte Anzahl von Menschen kann damit umgehen, und um jemanden zu retten, wird jemandes Leben geopfert. Es gibt keine Zukunft in der Apotheke. Vater wollte auch sichere Apotheken verbreiten. Und ich habe die meisten der verbotenen Techniken nicht gelernt. Falma hat die Offenbarung des Medizingottes auf die Erde gebracht. Die neue Apotheke ist da. Denken. Palle schien wie Ellen inmitten eines großen Konflikts zwischen göttlicher Medizin, traditioneller Medizin und moderner Medizin zu leben. Nun, gegen böse Geister ist Falmas Apotheke leider machtlos. Palle entziffert auf der Suche nach dem Wirkstoff weiter die kryptischen altsprachlichen Etiketten, während Ellen die Kapazität und Lagerbedingungen des Medikaments überprüft. Es sieht so aus, als könnte ich sie alle gebrauchen. Denn mein Vater hat einen magischen Kreis gelegt, damit er viele Jahre in bestem Zustand gelagert werden kann. Es sollte möglich sein, stattdessen, Guardians Eucharist, oder Saints Ashes, zu ersetzen. Ellen sieht verwirrt aus, während sie das verbotene Buch liest. Wenn nicht, geht die Geschichte der Herstellung des Elixiers zurück an den Anfang. So etwas gab es. Ellens Brille leuchtete auf. Warum kann Falma, wenn du Falma Kuhn fragst, denke ich, wird er sagen, ich weiß es nicht. Überraschenderweise sind die Haare nicht ausgefallen. Dank Latis Arbeit dauerte es einige Zeit, die Haare zu finden, die in Falmas Schlafzimmer gefallen waren, aber ich fand ungefähr 3 blonde Haarsträhnen, die ihnen ähnlich sahen. Als ich es in kleine Stücke schnitt und anstelle der fehlenden mystischen Drogensubstanz in einen Schmelztiegel legte, schien es richtig als heilige Kommunion des Hüters zu reagieren. Wenn er sich die Haare schneiden lässt, muss ich alles loswerden. Es ist eine wandelnde mysteriöse Drogensubstanz. Ellen und Palle reinigen sich mit Wassermagie. Kondensieren dann das geweihte Erz, den scharlachroten Stein und das gefilterte Weihwasser und schließen die göttliche Kraft in Eiskristallen ein, während sie sie in der Luft schweben lassen. Dies ist der göttliche Kern. In der Mitte des Raumes wird ein Feuerstein aus Kristallstein verwendet, um das Feuer der göttlichen Künste zu entzünden, und der Schmelztiegel wird auf den Ofen gestellt. Mit dem Schmelztiegel in der Mitte zeichnet Palle eine göttliche Kunstformation auf den Boden des Gästezimmers. Um den Ort zu reinigen, legt Lotte darauf und schafft einen göttlichen Kunstpfad, um göttliche Kraft durch Latis Körper zu leiten. Die Materialien sind bereit. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Lasst uns mit der Synthese beginnen. Einführendes Singen des roten Elixiers Batarasur. Ich werde singen. Es sind keine Fehler erlaubt, ich werde auf jeden Fall Wort für Wort vorgehen. Die beiden göttlichen Kunstnutzer begegneten ihren Blicken und ihre Stimmen überschnitten sich. I appare vid aius lufaurum leit imt. Zusätzlich zu der Synthese erfordert nicht viel Zeit. Unter Verwendung von Weihwasser als Lösungsmittel köchelt es und löst viele seltene göttliche Artefakte vollständig auf. Während es göttliche Kraft in den göttlichen Kern gießt, der Katalysator ist. Gießen Sie das Blut des Zauberers hinein, filtern und veredeln Sie es. Mit einem langen Gesang und der göttlichen Kraft zweier Wassermagieanwender begann sich die mystische Drogensubstanz im Lösungsmittel aufzulösen. Getreu seinem Namen, dem roten Elixier, leuchtet der Tiegel rot. Egal, ob die Technik erfolgreich ist oder fehlschlägt, es gibt kein Zurück. Wie kann das Leben genommen werden? Das ist eine Art Elixierfluch, nicht wahr? Wenn etwas anderes als der Fluch physisch eingreift, kann der Fluch gebrochen werden, richtig? Was als Fluch galt, Ellen dachte an diese Möglichkeit. Mit anderen Worten, bei dieser Kompoundierung wird der Bediener mit etwas infiziert. Ich verstehe.
Vielleicht sollte ich die mysteriöse Drogensubstanz analysieren, die infiziert zu sein scheint. Sie ist fast vollständig geschmolzen. Ich werde Blut gießen. Ja. Lass uns das Rätsel nach der Synthese lösen. Als sie ich setzte das Messer mit der Kristallsteinklinge, das ich vorbereitet hatte, an meine Fingerspitze und schnitt alles auf einmal ab, was dazu führte, dass es blutete. Was machst du? Gib mir das Messer. Es steht geschrieben, dass diejenigen, die ihr Blut für diese verbotene Kunst spenden, die Hälfte ihrer verbleibenden Lebensspanne verlieren. Richtig. Leih mir dein Messer, du wirst die Chance verpassen, komplett zu schmelzen. Willst du scheitern und an dem Fluch sterben? Palle schreit Ellen an. Ich bin der Einzige, es gibt bekanntlich nicht viele Apotheker auf der Welt, die Schutzgötter der Medizin sind. Auch wenn ich, der Schutzgott der Wassergötter, das nicht habe, Palle Kuhn wäre die eine Art. Es gibt viele mystische Künste, die verwendet werden können. Deshalb bist du ein Idiot. Wenn du die beiden nicht hast, erfüllst du die Bedingungen nicht. Palle griff nach der Klinge von Erans Messer und Blut floss heraus, dann nahm er Erans Handgelenk und tauchte beide Hände in den Schmelztiegel. Hier, die Wunde hat sich entzündet. Aber du bist es nicht einmal. Sei nicht pessimistisch. Pauls Worte klangen für Ellen wie Wunschdenken. Ich frage mich, ob Lotte Khan auch infiziert wird. Da es destilliert wird, wird Charlotte nicht infiziert. Das Elixier, das Blut der beiden aufnahm, veränderte sich in eine hellrote transparente Farbe. Als Palle es mit der Spitze seines Stabes rührte, brach ein rotes Licht aus und erzeugte Wellen. Es wird von der Hitze genommen, sorgfältig gesiebt und destilliert und schließlich mit göttlicher Kraft veredelt. Die beiden sangen mit Begeisterung. Batara sur Medicinae. Es war eine Menge, die mit einer Hand geschöpft werden konnte, aber der raffinierte Batasur hatte einen viskosen Glanz, glühte rot und hatte eine honigartige Konsistenz. Trotzdem. Sie sind beide noch am Leben. Der sofortige Tod wurde verhindert, und es scheint, dass das Elixier erfolgreich gemischt wurde. Ellen ist tief berührt vom Erfolg der Formulierung des Elixiers, das bei Misserfolg sofort den Fluchtod zur Folge hat und bei dem die Bedingungen des Zaubernden nicht erfüllt sind. Ich kann nicht glauben, dass es fertig ist. Beeil dich und benutze es für Charlotte. Es gibt keine Menge, es ist alles. Verstanden? Ellen nimmt mit einem Medizinspatel viel Elixier, knetet es und trägt es auf Latis Stirn auf, die auf dem Zauberkreis liegt. Die göttliche Kunst verfolgt die Mitte des Körpers. Schiebt sie direkt über das Herz und zieht sie in einer geraden Linie nach unten zum Nabel, um die göttliche Kunst mit dem göttlichen Kunstkreislauf durch Latis Körper zu verbinden. Nach einer Weile wurde das Elixier in Latis Körper gesaugt. Allmählich gewinnt ihre Haut ihre Rötung zurück. Ellen und Palle sahen sich an und nickten erleichtert. Ich atme tiefer. Bitte. Auch Palle setzte sich auf den Boden und überprüfte Latis Vitalwerte. Dein Puls und deine Körpertemperatur scheinen zu steigen. Jetzt musst du nur noch warten, bis sie aufwacht. Es sieht so aus, als hätte sie Charlottes Seele zurückgezogen. Ich habe meine Augen leicht geöffnet. Ich habe sie wieder geschlossen, aber ich warte nur darauf, dass mein Bewusstsein zurückkehrt. Die beiden wurden aus ihrer extremen Konzentration erlöst und zeigten ein flüchtiges Lächeln. Leute! Was macht ihr hier? Mit hoher Stimme durchbrach Beatrice mit göttlichen Künsten die Türbarrikade und trat in den Raum. Buchstäblich öffnet sich ein Loch im Raum. Hey, meine Mutter. Wie geht es dir? Wie Palle sagte, können sie das Gästezimmer durch einen Geheimgang betreten, aber es scheint, dass sie es völlig vergessen haben. Beatrice versteht nicht viel von Pharmazie, aber sie scheint etwas Ungewöhnliches gespürt zu haben. Sie stieß eine schreiende Stimme aus. Auf keinen Fall,
hast du eine verbotene Technik benutzt. Die einzige Möglichkeit, Charlotte zu helfen, bestand darin, ein Wundermittel herzustellen. Wie überrascht von Beatrissas guter Intuition, erklärte Palle. Nun, wie dumm. Was hast du dafür gegeben? Es ist nichts, was dich stört, Mutter. Wie du sehen kannst, sind sowohl ich als auch Eleanor in Sicherheit. Ah, Ma'am, Fusch, Bonnefoy-sama, wie kann ich mich entschuldigen? Latis Mutter Catherine bricht außerhalb des Zimmers in Tränen aus, als sie erfährt, dass sie Lotte etwas Schreckliches angetan zu haben scheint. Vielleicht in Anbetracht ihrer Mutter Catherine, die in Lebensgefahr für ihre Tochter schwebte, blickte Beatrice resigniert direkt in die Gesichter von Palle und Ellen. Schon, komm darüber hinweg. Banjutsu ist eine furchteinflößende Technik. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Okay, es tut mir leid. Palle und Ellen sprechen von Bedauern. Beatrice hatte ein Gesicht, das ihre tiefe Trauer unterdrückte, aber sie sprach schnell mit erschrockener Stimme. Verschwinde von hier. Böse Geister überschwemmen die Stadt. Weil der Tempel seine Kraft verloren hat, und selbst die göttlichen Künste der Benutzer göttlicher Künste in der gesamten Kaiserstadt können nicht gestoppt werden. Es scheint, dass ein vorübergehender Evakuierungsbefehl nach Rambo City vorliegt, wurde per Dekret in der gesamten Kaiserstadt ausgegeben. Gleichzeitig wurde vom Imperium ein Medikament namens Habaritur an die wichtigsten Evakuierungszentren verteilt. Trinken Sie es und Sie sollten schnell evakuieren. Bist du Habaritur? Palle war überrascht und platzte heraus. Die Lösung in dem von Beatrice gebrachten Fläschchen leuchtete grün. Man sagt, wenn man ein wenig davon trinkt, kann man böse Geister für mehrere Tage abwehren. Wenn Sie nicht die richtige Menge trinken, hat es keine Wirkung und es ist ein Wundermittel, das nur einmal verwendet werden kann. Beatrice ließ Palle und Ellen das Elixier auf der Stelle trinken. Die beiden nehmen es widerwillig hin. Es tut weh, weil es eine Wunderdroge ist. Es liegt wahrscheinlich an der Zusammensetzung meines Vaters, es gibt nicht viele Apotheker in der Kaiserstadt, die eine Wunderdroge herstellen können. Trotzdem bedeutet es, dass Meister Sama auch die verbotene Kunstserie verwendet hat. Das bedeutet, dass Vater auch in die Enge getrieben wird. Die Synthese von Habaritur muss göttliche Macht genutzt haben, bis die Mythologie einiger hochrangiger Benutzer göttlicher Kunst erschöpft war. Ich denke schon. Der göttlichen Macht beraubte Adlige fallen in bürgerliche. Es ist ein Elixier, das als göttlicher Kunstnutzer um den Preis des Todes hergestellt werden kann. Dem üblichen Bruno nach zu urteilen, konnte sich Ellen nicht einmal vorstellen, dass er auf Kosten anderer eine verbotene Technik anwenden würde. Wie Palle sagte, scheint die Situation am schlimmsten zu sein. Ich habe eine Kutsche vorbereitet. Die Bediensteten der Villa und die umliegenden Bürger, die in die Villa geflohen sind, bereiten sich ebenfalls auf die Evakuierung vor. Wie geht es deiner Mutter? Ich bin die Frau des Anführers von Du, Medicis. Ich werde mein Bestes tun, um die Villa zu beschützen, bis mein Herr zurückkehrt. Ich habe das Elixier getrunken, also gibt es kein Problem. Du kannst deine Mutter auf keinen Fall zurücklassen und evakuieren. Bitte schau nicht auf mich als Kind herab. Wenn es nur um göttliche Künste und göttliche Kraft geht, bin ich als Nutzer göttlicher Künste besser als du. Palle beschwerte sich bei Beatrice. Nein, ich werde dich und Blanche fliehen lassen. Du bist diejenige, die mich zu sehr unterschätzt. Ich werde dieses Herrenhaus beschützen, bis die bösen Geister nachlassen. Das Familienoberhaupt wird das letzte in der Hauptstadt sein, die Lehrer der Sanfluv Imperial Medicine School. Ich werde bis dahin bleiben, dann werde ich diesen Ort beschützen. Geh, nutze deine göttlichen Künste, um Blanche und die Bewohner der Villa zu beschützen. Ach, Mutter, du musst doch nicht so stur sein. Beatrices Entschlossenheit schien fest.
Als Palle nicht wusste, was er tun sollte, versuchte Ellen, das Gästezimmer zu verlassen. Ich gehe. Mir ist gerade eingefallen, was ich tun muss. Emma. Bonnefoy, bitte evakuieren Sie mit unserer Familie. Beatrice hält Ellen auf. Ellen drehte sich jedoch um und sagte ihr, dass sie beunruhigt sei. Verzeihung. Eleonore, wohin gehst du? Eine Apotheke. In einer Zeit wie dieser. Ich kann auf keinen Fall verkaufen. Es gibt etwas, das ich beschützen muss. Bitte kümmern Sie sich um Lotte Chan und Blanche Chan. Jetzt, nachdem sie von bösen Geistern angegriffen wurde, ist die Apotheke der anderen Welt nicht vollständig geschlossen, weil die Tür zerstört wurde. Böse Geister können jetzt problemlos in Apotheken eindringen. Das Wichtigste waren nicht die Artikel, die im Laden verkauft wurden, sondern die Reagenzien, von denen Falma sagte, dass er sie nie wieder brauchen würde. Und die Geschichte der Apotheke, die er bisher geführt hat, die Patientenakte und die Medikationsgeschichte. Wenn diese verloren gehen, wird das, was Falma bisher getan hat und was er in Zukunft zu tun versucht, nicht möglich sein. Bis er zurückkehrt, muss ich ihn auf Kosten meines Lebens verteidigen. Jede Position ist entschieden. Kriegsglück. Warte, Eleonore. Ich glaube, dass wir uns mit einem Lächeln wiedersehen können. Ellen lächelte störrisch, schüttelte Pauls Zurückhaltung ab und rannte davon.